Guten Tag. Ich bin Gulgazor, euer neuer Lieblingsstreamer auf YouTube. Und mit dabei wieder von der Partie ist das pure Grauen, das Face of Terror, die mächtige Gulgadad. Oh, wie furchtbar sie ist. Sie ist einfach furchtbar und grausam. Ja, meine Friends, es geht endlich wieder weiter mit Devil May Cry. Ja, Gulgazor weiß, dass ihr sehnsüchtig auf neuen Stoff wartet. Deswegen gibt's heute erstmal einen schönen Part. Es geht weiter. So, wo sind wir stehen geblieben? Irgendwie hier. Ah, ja, genau. Genau. Da ist doch immer dieses komische Vieh von oben. Hat irgendwie mich angegriffen. Und ich muss jetzt hier irgendwie so durchhasseln. Hier, durch die ganze Scheiße hier. Alles klar, machen wir doch mal. Machen wir doch mal. Ich bin wie... Immer noch nicht Nero. Aha, okay, hier ist ein Secret-Bereich. Und ich kann einfach so durch den Scheiß durchsurfen. Good to know. Very good to know. Und hier gibt's, glaube ich, nichts. Nee, hier gibt's gar nichts. Okay, alles klar. Dann gucken wir doch mal weiter. Kann ich da irgendwie? Nö, ich kann nirgends hin. Da ist ein Blutgrinsel. Das sieht doch gut aus. Lass doch mal hier das Blutgrinsel platt machen. So, da geht's down. Dieses Schiff ist schrecklich groß. Ja, ein Schiff. Ich bin auf einem Schiff und da sind Gegner. Dann sind wir mal so fertig hier. Zack, boom, der geht down. Und der nächste, boom, der geht auch down. Und der dritte. Komm schon, wie hier, ran da. Badass, ne? Könnte besser sein. Könnte wirklich besser sein. Warte mal. Ist das hier ein Teil von einer Geheimmission? Summon Gilgamesh? Kann das sein? Warte mal, kann das sein? Was da unten? Dieses komische, diese Blutspritzer da an der Wand? Können wir an dieser Stelle Gilgamesh summonen? Ne, sieht irgendwie nicht so aus. Ist das nur Level-Design? Ne, da oben ist auch irgendwie was. So, jetzt hat das hier eine andere Farbe bekommen. Das ist eine Geheimmission, meine Friends. So, aber wie... Wie mache ich das? Wo stelle ich mich denn jetzt hin? Ja, ja, ich sehe es schon. Das hier ist alles. Das ist alles Geheimmission. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier von dem Traktor hier oder was das sein soll? Nee, von da nicht. Von hier oben? Nee, definitiv nicht. Kann man da hoch? Kann man auch nicht. Hä, okay, warte mal, hä? Kann ich da drauf? Kann ich nicht. Verdammte Scheiße! Hier ist doch eindeutig eine Geheimmission. Oder ist das auf der anderen Seite? Ah, warte mal, das könnte auch von der anderen Seite aus sein. Ah ja, okay. Ich glaube, da komme ich dann noch hin. Dann komme ich da auf jeden Fall noch hin. Ich behalte es beim Hinterkopf und gehe mal weiter. Ich kann ja immer noch zurückgehen, wenn es irgendwie doch nichts, wenn ich die Geheimmission doch irgendwie nicht auslösen kann. Und irgendwie hat hier gerade der Boden extrem gewackelt. So.
muss ich hin? Das ist für die... Wie heißt die Leiste? Devil Trigger, genau. Für Devil Trigger Leiste. Spare ich mir erstmal auf. Nee, also irgendwie... Super tolle geheime Bereiche kann ich auch nicht erreichen von hier aus. Ja, dann... Oh, das sieht doch gut aus hier. Das sieht doch gut aus. Das nehmen wir doch mal. Das nehmen wir doch mal. Ey, jetzt gehen wir doch nicht auf den Keks, ey. Jetzt wieder... Jetzt wieder mir auf den Sack gehen? Ich will den Baum hier looten. Was ist das denn? Was ist das denn, der Baum? Ich hab den nur so halb gelootet. Boah, danke, du dreckiges Vieh, ey. Der schöne dicke Loot, voll versaut. Oh, da ist aber auch Loot. Ich hoffe, da komme ich auch noch hin. Nee, da komme ich nicht durch. Ich da drauf. Nee, das sind irgendwie unsichtbare Mauern, die mich nicht durchlassen. Aber das sieht gut aus. Das sind diese scheiß hässlichen Impusas. Ja, okay. Aha, eine Videosequenz. Und dort ist die Impusa-Brutmutter. Widerliches Vieh. Königin der Dämonen, Insekten, Impusa Queen. Boah, die hat ja voll den hässlichen Skelettkopf. Boah, wirklich Stück Scheiße, dich mache ich fertig. Dich mache ich fertig. Du willst Ärger haben, ja. Du willst richtig Ärger haben. Kannst du kriegen. Kannst du richtig kriegen. So, wo ist Nightmare? Wo ist Nightmare? Ich hab doch Nightmare reingedroppt. Da ist er. So, mach ihn fertig, Nightmare. Oh, jetzt kriegt er einen Stomp. Boom! Oh, ich hab mir den Arsch aufgeschnitten. Mit meinem Zauberstab. Ja, nice. Nice, nice, nice. Kein Problem für Gulgasaur und Nightmare. Dream Team Number One. Vergesst Mario und Luigi. Das sind Gulgasaur und Nightmare. Dream Team Number One. So, wo ist denn jetzt der Bereich mit der Geheimmission gewesen? Nicht, dass er irgendwann zu weit weg ist und ich nicht dahin komme. Das wäre echt bitter. Das wäre richtig bitter. Ich will ja die Geheimmission machen. Aber die ist schon ganz gut versteckt, sonst wäre das ja keine Geheimmission. Ja gut, ich komme da vielleicht noch hin. Ich werde erstmal weitermachen. Zack. Oh, hier ist mal Tony Hawk mäßig wegsliden. Da oben gibt's Loot. Den schnapp ich mir doch erstmal ab dahin. Okay, aha, da ist noch mehr geheimer Loot und da ist dieses Arsch auch schon wieder. Gib mir den Loot. Gib mir den Loot, verdammt. Verdammt mich noch eins. So, wird auch gelacht, ey. Meine Plattforming-Skills suchen ihresgleichen. Gott sei Dank bin ich so ein Mario-Pro. Da hinten ist ein Rückinsel. Es muss eine Flucht, was? Fluchtroute geben? Ja. Hier, da ist eine Wurzel. Die hau ich natürlich weg. Muss das Grinsel dazu? Irgendwo muss es hier ein Blutgrinsel geben. Da ist es doch. Die hau ich jetzt mal weg, ey. Wäre cool, wenn du auch angreifen würdest, Puma.
Ah, okay, jetzt geht's in den Underground. Okay, wahrscheinlich ist das hier die letzte Chance, um tatsächlich noch die Geheimmission zu machen. Ah, ich habe hier voll die Orientierung verloren in diesem komischen... Hey, was ist mit dem Loch? Sollen wir nachschauen? Ja, Mann, ich weiß, dass es da weitergeht. Aber was ist mit der Geheimmission? Die Geheimmission, ich kann doch jetzt hier nicht den Laden verlassen ohne Geheimmission. Hallo, Summon Gilgamesh. Scheiße. Scheiße, ey. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ja, ja, ich check nur mal hinten die Lage aus. Ich muss was übersehen haben. Zum Glück kann ich ja das Video vorspulen. Okay, alles klar. Nicht so weit vorgespult. Fuck, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, ne? Ah, Gulgasaur, du Lappen. Ja, die Mission muss ich auf jeden Fall nochmal spielen. Ah, scheiße. Jetzt habe ich die Geheimmission verpasst. Ah, ja, scheiße. Und ich komme hier nicht mehr hoch. Ah, kacke, ey. Na gut, scheiß drauf. Scheiß drauf, es ist jetzt so. Dann gehen wir jetzt hier weiter in den Underground. So, wo ist er hier? Der Underground. Ab in den Underground. Ja, hier komme ich nicht mehr hoch. Hab ich mir gedacht. Hier gibt es keinen Weg zurück. Hier hinten gibt es nur Wurzeln und sonst gar nichts. Hier Dread Devil Trigger Anzeige erstmal ein bisschen aufladen. Immer gut, der nächste Kampf kommt bestimmt. Hier lang, schätze ich. Ja, ich denke mal, hier gibt's bestimmt einen Kampf. Hier gibt's bestimmt einen Kampf, ja, als ob ich es geahnt hätte. So, Friends, Booyah! Und das ist richtig stark. Boom! Die schnapp ich mir jetzt. Okay. Die braucht wohl freie Sicht zum Feind, sonst kann er da nicht sein Ding machen. Diese Sorte Gegner habe ich ja nein mehr, ne? Jetzt geht's los. Jawohl, es geht doch, Savage. Boom, geklatscht. So, bist down. Hier reißt sich richtig den Arsch auf. So, wer will noch eine Packung? Du willst noch eine Packung? Oh ne, da war ich nicht schnell genug. So, jetzt kriegst du eine Packung. Und du als letztes. Zack, aufgeschlitzt. Abgestochen, meine ich. Ah, Nightmare, der regelt das. Nightmare ist der Hammer, Leute, ganz ehrlich, ey. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nö, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Kann ich hier runter? In die Kanalisation. Ach, ich bin ja schon in der Kanalisation. Ich meine in diesen, dieses dreckige Sumpfwasser. Da wo wie hingehört. Guck, diesen ekligen, schmandigen, hässlichen, drogensüchtigen nochmal an. Ja, scheiß drauf. Vielleicht tue ich wie Unrecht. Der hat vielleicht einen Grund, dass er so scheiße aussieht. Harte Drogenvergangenheit. Ja, das kann schon mal auf die Gesundheit gehen. Oh, noch einer. Will noch jemand mehr? Zack. Bad Apokalyptik. So. Du bist down. Hinten geht's weiter. Die Blitze sind so stark, ey. Zack, Savage. Will noch einer mehr? Oh, der will noch mehr. Easy, easy. Down, wieder down. Noch einer? Oh, guck mal, das ist so ein Blutvieh. Boah, die schnapp ich mir. Komm schon, Alter, lassen wir sie nicht entkommen. Dieses stinkende Insekt.
Dieses stinkende Insekt. So, und jetzt gehst du down. Hey, warum bin ich auf einmal auf Nightmare? Warum bin ich auf einmal auf Nightmare? Was war das denn jetzt? Egal. Leute, Leute, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich habe Nightmare geritten. Ja, Nightmare, du kannst dich jetzt wieder verkrümeln. Guck mal, die Level-Trigger-Anzeige ist voll am Eskalieren. Ist das ein Bug? Nee, oh, jetzt ist zu was. Kann ich Nightmare wieder wegschicken mit L1? Jo, kann ich. Ja, schöne Sache. Da, ah ja, da geht's weiter. Da geht's weiter. Ich brauche aber sämtlichen Bonus-Loot, den das Spiel mir hier zu bieten hat. Hm, ja, sonst auch nichts mehr versteckt. Ah, scheiße, ey, dass ich jetzt die Geheimmission nicht habe. Das wurmt Gulgasaur so ein bisschen. Na ja, scheiß drauf. Wie lange nehme ich auf? Ach, Leute, erstmal die Hälfte. Da ist der Weltenbaum. Okay, da hinten ist ein Telefon. Juhu, endlich draußen und schau mal an, ein Telefon. Ja, jetzt kann ich Nico anrufen, callen. Kann ich sie ancallen? Kann die mich erstmal ein bisschen pimpen? Aber apropos pimpen, wer gepimpt werden möchte, braucht auch das nötige Kleingeld dafür. Daran arbeite ich doch jetzt erstmal. So, kann ich die Scheiße kaputt machen? Scheiß Blumenköpfe? Nö. Warum ist er auf einmal so aus der Puste? Was hat das denn jetzt? Boah, wie, ey? Bist du am Limit, ey? 3 Schritte zu Fuß und du bist im Arsch. Wer ist er? Wer ist er denn da hinten? Der Todesritter, alles klar. Das bedeutet Bosskampf. Das war doch letztens auch schon so. Nico war direkt vor dem Bosskampf. Konnte ich mich nochmal upgraden? Ja, Shane, alles klar. Alles klar. Kann ich auf den Typen hier drauf? Ich bin nochmal auf diesen Pegasus drauf gesprungen. Und dann ist auf einmal total viel Loot gedroppt. Hier, sowas hier. Ach, hier kommen wir noch die Level-Trigger-Anzeige. Schön. Aber ich glaube, ich kann auf den nicht drauf. Nee, da müsste ich mich ja auf seinen Kopf stellen. So ein Precise Timing. Das ist Frame Perfect Shit. Das können nur Speedrunner. Das kriege ich nicht hin. Nee, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Scheiß drauf. Leute, wir wollen Action sehen. Wir wollen Action sehen. Ja, da ist zwar alles frei, aber wie geht einfach nicht weiter. Okay, cool. So, pass mal auf. Jetzt kommt die wieder von oben runter gedroppt oder so eine Scheiße. Lass das Höschen an. Hey, ich könnte Hilfe gebrauchen. Alles klar, warte dort. Oh, jetzt kommt wieder irgendeine Scheiße, ey. Oh. Durch den Boden. Minotaurus heißt die Karre. Okay. Ah, ja, Devil May Cry. You never fail to amuse me. Ah, was hat die denn so im Angebot? Scheiß drauf. Also ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht, dass sie durch den Boden gegraben kommt. Ey, das ist ja... Wie hat sie das überhaupt gemacht? Er hat ja hier vorne einen Drill oder so dran. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, ey. So, was hast du im Angebot, Nico? Fähigkeiten, Stock. Ich habe meinen Stock noch gar nicht upgegradet. Ach so, ja, das war scheiße. Das wollte ich gar nicht machen. Griffon oder Shadow? Shadow Combo C. Hedgehog.
Sonic the Hedgehog. Ui, das sieht ja geil aus. Am Boden Y halten und loslassen. Nightmare Combo B. Domination. Nightmare feuert einen breiten Laserstrahl nach vorne ab. Verwende Linksstick, um den Winkel bei Bedarf ein wenig zu korrigieren. Wie sieht das aus? Ja, das sieht echt gut aus. Das machen wir mal. Scheiße. Ja, jetzt habe ich nur noch 25.000. Jetzt so kurz vor dem Endboss ist es vielleicht keine schlechte Idee, ein bisschen Health. Ja, ein bisschen Lebenskraft. Und vielleicht noch, wenn wir schon dabei sind, hier violette Kugel, Devil Trigger plus 1. Ja, so kurz vor dem Boss. Ich denke mal, das wird ein Boss sein, oder? Das wird doch jetzt ein Boss sein. Das wird jetzt ein Boss sein, bin ich mir sicher. Anpassung abschließen. Anpassung abschließen. So, okay, dann schauen wir doch mal, was er hier so zu erzählen hat. Guck mal, schon wieder eine Videosequenz. Oh, warte mal. Wieso kann ich denn nicht einfach hin? Hätten sie auch eine Mauer hindesignen können, dann wäre das nicht so blöd. Da ist jetzt einfach nichts und ich kann da nicht durch. Das ist, keine Ahnung. Malfas, natürlich, mehr Ärger. Den da kenne ich allerdings nicht, habe ihn noch nie gesehen. Zumindest nicht in der Unterwelt. Suche nach dem Teufelsschwert Spada, du weißt, wo es ist. Er hat mir gesagt, ich solle es in Ruhe lassen, aber ich fürchte, es geht mich noch etwas an. Solange ein blutsverwandter Spadas existiert, darf ich nichts riskieren. Verstehst du? Seherin von Schmerz und Trauer Malfas. Finde es und zerstöre es. Nur dann wird seine Herrschaft vollkommen sein. Was sind die Alte, ey? Okay, Malfas bekämpfe ich nicht. Ihn hier bekämpfe ich, den Todesritter. Kavallerist der Unendlichkeit, Elder Garion Knight. Verstehe, ich weiß, was du bist. Stand doch gerade da. Keine Sorge, ich werde dir den Hintern versohlen. Ich werde sanft vorgehen. Oh. Könnte man auch missverstehen, wie. So, alles klar. Weißt du, was wir jetzt erstmal machen? Das hat mich einfach Beats und dann kommt nein. Ja. Because why not? Er kommt reingedroppt. Because why not? So, und jetzt, wie kann ich jetzt den Laser abfeuern? Ich geh jetzt mal zu Nightmare. Wie, er hat Pferdestärke, was? Nightmare, feuer den Laser ab, schwache kraftlose Kreaturen. Ja, hast du eine Erwiderung dafür? Ich glaube, wieder irgendein Poesie-Scheiß. Ein Gedanke für die Unermesslichkeit. Jetzt ist nicht die Zeit für Poesie. Warte, was soll das überhaupt heißen? Mein Wille ist auch ein Weg. Boah, Leute, ich kann den Scheiß auch nicht lesen. Und kämpfen. Bulldozer ist das Gegenteil von Multitasking. Boah, Panther, greif doch mal an, ey. Okay, ich habe irgendwas Badassiges gemacht. Oh, Leute, gleich kommt erstmal Nightmare reingedroppt in die Stimmung hier. Was mit Chill Damage? Oh, Slow-Mo Attack, die Kraft, die Zeit zu kontrollieren, das ist ja mal ein Pferd. Aber das bedeutet, es ist Garion. Er dachte, Dante hat ihn bereits umgebracht. Ich dachte. Eine seltene Spezies, aber offenbar noch nicht komplett ausgestorben, bis heute, meine ich. Ups. Scheißegal, ihr weißt was, jetzt kommt Nightmare. Boah, er kommt reingedroppt wie ein Meteor. Oh. Gerade war irgendwie alles Slow Motion.
Elephant Time Knight. Boah, was passiert denn da für eine kleine Scheiße? Nightmare, zeig's ihm! Ich bin gerade irgendwie zwischen den Dimensionen. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber irgendwie heilt sich hier richtig an. Aber wo ist der Laser von Nightmare? Komm schon! Oh, hier ist Baby Snaggy! Boah, die Blitze, die hauen richtig... Oh, nicht bis down! Apokalyptik. Boah, die Wertung war echt scheiße. Ich hab maximal A geschafft. Hinterher. Wie? Du, mir geht's gut. Ich muss ihn verfolgen. Wenn das Teufelsschwert Spade noch existiert, ist es womöglich unsere einzige Hoffnung. Wie, denk mal eine Minute darüber nach. Was tust du, wenn du es findest? Du musst stark im Körper und Geist sein, um Spade zur Hand zu haben. Und du bist scheiße. Ich sage es dir nur ungern, aber das Spade ist einfach viel zu mächtig für dich, Lappen. Für mich ja, aber was ist mit dem Jungen? Nero. Ah ja, guck mal, daraus kann mir doch wieder Dingens was basteln, die gute alte Nico. Nico Robin. Gehen wir, ja, guck mal, die guckt doch sogar, der guckt doch sogar in die Richtung. Wenn wir in der Nähe des Spaders sind, sollte selbst ich seine Präsenz spüren können. Errungenschaft freigeschaltet, Helferschutz. Ah ja, Steve Points insgesamt. S! Natürlich! Selbstverständlich! Gulgasaur erledigt alles mit S-Rang. Natürlich! Natürlich! Oh, hier Details. Ausdauer, Teufel. Da ist ja nicht mal eine Erklärung bei. Es gab insgesamt 3 Kämpfe. A, B, A und am Ende S? Ein mehr als faires Wertesystem, würde ich das mal nennen. Joa, was glauben wir da jetzt hier? Also, wie ist auf der Suche nach dem Master Sword? Nach dem Master Sword, so wie ich das jetzt hier verstanden habe? Devilbreaker, hä? Wieso kann ich denn jetzt Devilbreaker kaufen? Bin ich jetzt wieder Nero? Bin jetzt Nero, what the fuck? Anpassung abschließen. Mission 6. Stahlwirkung. Ja, ich bin tatsächlich wieder Nero. Den Cash habe ich noch. 22.000. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir investieren. Zu teuer. Das lohnt sich alles nicht. Ah, nee, das lohnt sich nicht. Hard way. Ah, nee, ich weiß, was ich machen wollte. Den Wire Snatch, den super langen Wire Snatch. Wire Snatch 3, das will ich haben. Kostet 40.000. Ich habe gerade mal die Hälfte. Ist natürlich schlecht. Tablehopper 3. Weiche nach Tablehopper in eine beliebige Richtung aus. Habe ich das nicht schon gekauft? Ich könnte schwören, ich hätte den Scheiß schon gekauft. Wire Snatch Air Hike. Ach guck mal, das ist ein Doppelsprung. Konzentriere die dämonische Kraft unter deinen Füßen, um einen Doppelsprung auszuführen, mit dem du höhere Stellen erreichen kannst. Ey, perfekt. Okay, jetzt bin ich zwar wieder broke. Enemy Step. Ach, das war Footstool. Naja, deswegen kommt auch Nero in Smash. Officially bestätigt. Mehr Kugeln sammeln. Vergrößere die Reichweite, mit der du Kugeln sammeln kannst. Extra Provokation. Linksstick runter und das war der Minus-Button. Ja, wozu sind diese scheiß Verhöhnungen eigentlich da? Ich glaube, damit sammelt man extra Style Points. So, Blue Rose hat nur Color Up, Red Queen.
könnt aufs Bild kaufen in der Luft. RB plus LS nach hinten plus Y. Wie sieht das aus? Ja, auch ganz nett, aber überzeugt mich nicht. Schaffe ist mir zu kompliziert. Hardway. Ein schneller Hieb, der den Gegner ungeschützt. Ach, das war das. Kalibur. Führe in der Luft eine Sturmattacke mit einem harten Schlag gegen einen Gegner aus. RB plus LS hin, von hinten nach vorne und dann Y. Also wieder eine hier nur in der Luft. Also wie Split. Ist ja auch von hinten nach vorne. Nee, warte mal. Nee, das war. Shuffle war das. Von hinten nach vorne. Ja, gut, meine Friends. Ja, ich denke mal, an der Stelle werde ich den Part auch beenden. Ich nehme wieder eine halbe Stunde auf. Das ist ja jetzt die übliche Partlänge. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Mir und der schrecklichen Gulgadag hat es auf jeden Fall gefallen. Boah, Leute, sie droht euch. Sie droht allem und jedem. Sie will die Weltherrschaft. Genau wie Gulgasaur. Ja, liked und teilt und abonniert den Kanal. Folgt mir auf Twitch. twitch.tv/Gulgasaur. Und auf Twitter. twitter.com/Gulgasaur. Und auf Discord. Ja, das übliche YouTube-Gesammel. Alles in der Beschreibung. Bis dahin. Euer Gulgasaur.